Hallöchen zusammen und ein herzliches Willkommen zurück hier zu Scum. Frachtabwurf erfolgt, Landung in 10 Minuten, Sektor B4. Oh, warte mal. Oh, da. Da komme ich doch. Oh Gott, da kommen wir doch gar nicht so schnell hin. Nee. Nee, lassen wir mal noch. Bei. Das wäre hier querfeldein. Habe ich Schraubenzieher genug? Das da. Wird ein Schraubenzieher. Warte mal. Ein Schraubenzieher. Was denn? Vier Türen. Ja, doch, Schraubenzieher hätte ich genug. Dietrich wäre auch dabei. Da ist noch einer. Müsste ich eigentlich aber dahin latschen. Gut, 10 Minuten bräuchte ich dahin. Bis der überhaupt. Ja, aber ich glaube, ich bleibe auf dem Weg. Weil vielleicht ist da auch gut Nahrung drin. Vielleicht ist da ein bisschen Nahrung drin. Warum hat er eigentlich nur 74%? Ach, der hat eine Überhitzung. Magenknurren, Schwäche, Hunger, Schwindel, Hitzegefühl. Immer noch? Ja gut, meine Jacke. Warte mal. Vielleicht das jetzt so machen. Zieh mal kurz die Jacke aus. Ich glaube, der Loot Drop wäre doch eine Alternative. Weil ich da natürlich abbiegen müsste. 10-4. Ja, gut. Müsste aber Schubkarre mitnehmen, weil sonst kriege ich die ganzen Sachen gar nicht mit. Kürbis, den kannst du jetzt voll verspeisen. Das weißt du auch, ne? Ich hab. Oh. Okay, komm. Tschakka, das schaffen wir. Ja. Wenn er nicht so oft anhalten würde. Gut, ich könnte langsamer machen. Warte. Gut, der regeneriert er gar nicht. Aber er verliert auch nichts mehr. Doch, jetzt verliert er. Ja, komm, dann machen wir es so. Ich glaube, wir sind so ein bisschen schneller. Pisno und Preko. Jawohl. Oh, Berg rauf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, in circa 4 Minuten müsste er landen. Dann hätte ich noch 20 Minuten Zeit. Das heißt 24 Minuten. Schaffe ich das? Doch, das müssten wir schaffen, ne? Nehme den mit und dann gehen wir zurück. Ja, klar, das Geschleppe der Schubkarre. Ist schon nicht ohne.
Und pinkeln muss er auch. Ah, volle Blase. Ja, natürlich, komm. Darfst natürlich pinkeln. Werf mal Ballast ab. So, und weiter geht's. Okay. Ich glaube, mit dem nächsten erstmal, was ich finde, mache ich erstmal meinen Magen wieder komplett voll, bevor ich die Schubkarre weiterschleppe. Zack, zack. Zack, zack, mach's da. I'm feeling weak. Ich kann aber nichts mehr ablegen. Na doch, ich könnte doch das Hemd nochmal ablegen. So, da rum ein bisschen nackig hier rum. Kurze Hose könnte ich auch noch ablegen, ne? Ah, die Überhitzung ist jetzt gerade weg. Alles klar. Gut. Ah, guck mal, was der hier schon für Muskeln hat hier. Sixpack. Ehrlich. Noch kein Rauch, das heißt, ich bin noch nicht in der Nähe. Kann aber auch sein, doch, der müsste jetzt gleich landen. Oder ist eventuell schon gelandet. Ich habe nicht ganz auf die Uhrzeit geachtet, wann die Meldung kam. Komm, will ich noch den Buckelnuff. Oder auch nicht. Na, guck mal, da kommt er. Jawohl. Da ist er gar nicht mal so weit von mir entfernt. Oh, da muss ich aber aufpassen. Da sind ein paar Zombies. Und ich bin ziemlich hungrig. So, jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit, das Ding zu looten. Und bitte lass da Essen drin sein. Du bist doch lieb. Ihr schickt mir Essen. Okay, 20 Minuten die Zombies abzuballern und den Loot-Drop zu holen. Und da ist auch noch irgendwie ein Häuschen. Nee. Da ist der Loot Drop, den sehe ich schon mal. Bist du da irgendwie beim Häuschen gelandet oder was? Tatsache, anscheinend, ne? Ja, da. Okay, nochmal kurz ausruhen. 19% Hunger. Oh, so hungrig war ich aber schon lange nicht mehr. Jetzt muss dafür aber da auch was Ordentliches sein, zumindest in den Häusern denn mal. So, ihr Zombies, wo seid ihr? Ein bisschen komisch, wenn keine da wären. Ah ja, das da, da sehe ich sie. Ja. Ah ja, da laufen sie alle. Okay. Auf geht's. Jawohl.
ganzen. Oh Gott. Das hört sich ziemlich nah an. Nein, da ist okay. Sehr schön. Gleich mal mit einsacken. Sauber. Ziehen wir kurz schon mal die Sachen an. So. Du auch nochmal. Okay, alles klar, so. Und der nächste. Okay, das dürfte ich, glaube ich. Da, so. Jetzt müssten, glaube ich, alle weg sein. Okay, meine ganzen Schraubenzieher rausholen. Und dann gehen wir das Ding mal looten hier. Dann gehen wir das Ding mal looten. Das da, zack. So, dann komm mal her. Wir haben hier einen Dietrich, Dietrich, Dietrich. Müsste reichen. Ah, 14 Minuten noch. Perfekt. Eine SVD. Okay. Wunderbar, der nächste. Wodka. Okay. Komm, Millimeter. Nein, nein. Ja. Ein Katana. Oh, das Katana. Warte. Auf Platz. Das SVD packe ich mal da rein. Das mal schnell da rein. Das mal schnell nach da oben. Dich mal nach da. Aber das Katana wird doch einiges besser sein als. Ah, jawoll. Wolfswagen-Lichtmaschine. Aber ich kann die nicht reinpacken. Das ist, okay.
Stein essen. Oh, der ging jetzt leicht. Wow. Ja, Alter. Schraubenzieher. Ein Masten-Schraubenzieher. Aber kein Essen. So ein Mist. Ah, Brechstange. Ja gut, Brechstangen. Das packen wir mal ein. Ja gut, dann hoffe ich jetzt, dass einfach in den Häusern noch was zu essen ist. Jetzt müssen wir erstmal von dem Teil hier weg. Ach, so ein Mist aber auch. Gut, eine SVD ist auch nicht schlecht. Katana war jetzt auch gut. Kann mich ja nicht beschweren, ne? Okay. Puh. Okay, dich lasse ich mal jetzt stehen. Ja, dich lasse ich jetzt mal hier stehen kurz. Nettes Spielzeug. Guck mal, der hat schon zwei Reifen dran. Dann nicht schlecht, aber jetzt. Oh, guck mal, der hat sogar eine Autobatterie drin. Aber ich muss erstmal was zu essen finden. Das hat jetzt Vorrang. Hier hat es eine Küche. Boah. Ein Kiwi. Okay, das sieht nicht mehr so lecker aus. Aber immerhin. Okay, die schmeckt ein bisschen komisch, die Knoblauch. Nein. Ein Kochtopf. Na, Kochtopf nehme ich jetzt nicht mit. Bratpfanne. Ja, schön für dich. Schön für dich. Kann ich auch die Weihnachtskugeln essen? Schmeckt ein bisschen nach Plastik, ne? Aber. Oder auch nach Glas. Mm. Oh, eine Kuba-Zigarre. Die steckt er sich sogar gleich im Mund. Okay. Okay, das war schon mal nicht viel. Daraus. Okay, wieder ein Sitz. Nein. Dosenöffner. Nimm mir mit. Ja, so eine schöne Dose Sardinen oder so wäre auch nicht schlecht. Hi! Du! Immer nichts drin ist in den Kühlschränken. Schade eigentlich. Blumen.
Na her damit. Yam, 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 yam. Gib ihn mir. Na, da ist er auch eine Weile dran, okay. Oh, oi, oi, oi. Oh, backe, backe, backe. Backe, backe, Kuchen. Der Blumenkohl hat gerufen. So, das dürfte doch ein bisschen sättigen. Gehe ich doch mal jetzt davon aus. Motorradhosen. Hm. Ah, ich habe eine kurze Hose. Ich habe eine kurze Hose. Nein, brauchen wir auch nicht. Was liegt da? Sporantasche. Da habe ich schon eine. Die habe ich schon. So, gehen wir ins nächste Häuschen, mache ich schon rein. Da könnte aber auch einer drin sein, ne? Ah, nö, sieht nicht danach aus. Ja, perfekt. Nein, nicht pausieren. Wollte mich jetzt nicht schlafen legen. Gasmaske, nein. Ach, das ist Salz, was da liegt. Uah. Salz. Ich fress gleich die Seife. Noch eine Garage. Okay. Das ist ein Stall. Okay, was haben wir hier? Ziegelstein, Nagel, nee. So, das mal. Eine Hake brauche ich jetzt nicht. Die Kohlsamen. Ich kann die ja auch essen. Aber ob das was bringt, weiß ich nur auch nicht. Aber ich futter die jetzt einfach mal. Aber 21% haben wir schon mal. Der Blumenkohl, der hat schon gut hochgezogen wieder. Das ist schon mal ganz nett. Ah ne, hier war ich ja drin. Oh nö, da hinten das Haus noch, genau. Packen wir hier noch das Schrott ein. Und dann sollte ich kurz ausleeren gehen, bevor ich weitermache. Dum 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 dum. Oh ja, der Magen knurrt, ich weiß. Du armes Tuk Tuk du. Da war ein Hühnchen. Das läuft jetzt natürlich weg. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. So, machen wir das mal da rein. Zack, zack, zack. Ne, trinken brauchen wir nicht. Okay. So, das letzte Haus ist noch eine Chance, dass da noch was zu essen drin liegt. Ansonsten muss ich gucken, dass ich einfach zum Händler komme und dann kann ich mir da Essen kaufen.
Dann bin ich auf jeden Fall satt. Aber 24% ist nicht viel. Da komme ich gar nicht so weit. Aber das mache ich. Wollte mich eigentlich nicht hinlegen, aber egal. Da ist nochmal ein Stück Seife. Oh, Pistolenholster, jawoll. Schön. Na, der war oben. Der war oben gewesen. Ach komm schon. Ein Hackebeil, ja. Schön. Okay, kein Essen mehr. Schade. Eine Unterhose. Jo. Nee, mir ist so schon warm genug. Okay. Kein Essen mehr, dann müssen wir... den Blumenkohl erstmal wirken lassen. Weil die Schlepperei macht schon sehr hungrig. Okay. Gucken wir mal, Stoffwechsel. Okay, Kürbis. Ah, Blumenkohl ist schon fast durch. Ah, schade. Schade, schade. Na, gucken wir da kurz zu. Jawohl. Weg ist er. So, ach guck mal, da ist noch eine Aloe, ne? Essen wir die mal. Da haben wir noch ein bisschen was. Es macht nicht allzu satt, aber es ist, denke ich mal, so 1-2% macht bestimmt aus. Jawohl, schön. Gut, die Überhitzung nochmal wieder ein bisschen nachgeben. Machen wir das wieder hier runter. Das Holzfällerhemd hier rein. Das da rein. Machen wir das wieder nach oben. Packen wir da rein. So. Ja, Kürbis, gut, Aloe ist schon weg. Das bringt so gut wie gar nichts mehr, schade. Okay, wir haben es. Ah, wir haben noch ein gutes Stückchen zu laufen hier, dann wieder zurück. Aber ich glaube, dann mache ich doch die Abkürzung hier. Da runter und dann hier ab zum Händler. Ja. So, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.